So, hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Teamspeak-Talk-Video, beziehungsweise zu einem Abonnenten-Talk-Video, wo ich einfach mal, ja, mit Abonnenten rede und das Ganze auch mal aufnehme, ne? Denn wie ihr wisst, bin ich ja sehr, sehr häufig auf meinem Teamspeak und rede immer sehr oft mit meinen Zuschauern, um halt auch den Kontakt möglichst nahe zu halten. Und dachte ich mir, warum nehme ich das nicht einfach auch mal auf, ne? Damit ihr quasi auch wisst, was wir da so bereden, beziehungsweise auch mal vielleicht die Fragen, die ihr gerne mal stellen wollt, beantwortet bekommt, ne? Jedenfalls, das war so meine Intention und genau aus diesem Grund werde ich das dann auch machen, ne? Also deswegen, ich werde mich jetzt im entmuten im Teamspeak und dann werden wir einfach mal reden. So, ich entmute mich. Hallo Martophil. Hallo. Genau, du hattest. Genau, du wolltest gerne mal mit mir reden. Ja. Na mal, erzähl mal. Wie? Also, du hattest gerade was gesagt, als du in den Channel gekommen bist. War noch richtig erstaunt, weil da echt das Kalte da war. Genau. Ne? Wodurch kennst du mich denn überhaupt? YouTube. YouTube. Genau. Durch welches Projekt genau? Mats. Ach, durch Mods kennst du mich. Ja. Ach so. Was ist denn dein, das Lieblingsprojekt, was ich, also von dir, was ich mache? Also gibt es da irgendwas, was du besonders gerne schaust? Irgendwie, meinetwegen, du sagtest ja schon Mods oder vielleicht irgendwie eine Serie, wie zum Beispiel Minecraft Pokémon oder Dinosaurs. Das mit diesen Dinos. Also Minecraft Dinosaurs. Dinos. Ja. Genau. Das dachte ich mir. Genau, wie alt bist du eigentlich? 10. 10. Wie lange kennst du meinen Kanal schon? Keine Ahnung, warte. Ich glaube schon 3, 5 Jahre. 5 Jahre? Ja, ungefähr. Das heißt, du hast mich angefangen mit 5 zu gucken. Ja, also ich mache ja YouTube schon seit 10 Jahren eigentlich. Oh Gott. Ne? Richtig lange. Deswegen, also ich mache das schon richtig lange. Und da sind 5 Jahre natürlich relativ wenig, die du mich jetzt guckst, ne? Ja, Aber du lange hast bin ich wahrscheinlich gar ja auch schon nicht. meine Videos, wo ich die ich vor 10 Jahren hochgeladen habe, die hast du dir wahrscheinlich schon alle angeguckt. Genau. Das dachte ich mir, ne? Weil du klingst auch so, als wenn du dir schon alles von mir angeguckt hättest. Ja. Genau. Wahrscheinlich kennst du jede Folge auswendig. Mit den Trolls ist es nicht witzig. Ja, die Trolls sind echt witzig, ne? Finde ich auch. Also ich mache auch wirklich gerne Trolls. Das bringt halt einfach ziemlich Spaß eigentlich. Ne? Genau. Wie hast du mich eigentlich vor 5 Jahren damals entdeckt? Du meintest durch Mods. Also eigentlich glaube ich für den Dino, keine Ahnung. Also früher habe ich immer auf meinem PC, habe ich gerade mal geguckt, auf der Anfangsseite habe ich so Dino-Projekt gesehen, dann habe ich dich gefunden. Ach so. Also das auf deinem PC hast du quasi so Dino-Sachen gemacht und auf einmal ist Kalter da. Genau. Hast du zufällig Dinosaurs.exe gespielt? Nee. Ich habe mir noch keine Mods runtergeladen. Ach so. Nee, weil du mir ja meintest, auf einmal kam ich dann irgendwie so. Irgendwie. Ja, irgendwie habe ich dann dann habe ich dich abonniert, dann habe ich auf deine Playlist geguckt und dann habe ich alles geguckt, deine Folgen. Also alle Videos hast du dann auf einmal geguckt. Also schon heftig, weil ich habe ja schon 15.000 Videos hochgeladen. Aber finde ich schon, also Respekt, dass du die alle geguckt hast. Ja. Also da schon mal großen Respekt. Ich habe gehört, du wolltest auch mal Let's Player werden. Naja. Naja, also doch nicht. Also doch, aber es gibt ja schon so gute Lesfer wie dir. Und habe ich ja keine Chance mehr. Ja, es gibt echt so gute Let's Player wie mir. Also, Dankeschön, da fühle ich mich echt geehrt, das sowas von dir zu hören. Besonders von so einem treuen Fan, der mich ja schon seit 10 Jahren abonniert hat. Das waren 10 Jahre, ne? Ja. 5. 5 Jahre, Weil stimmt. 10 Jahre bin ich erst da. Ach so, ja, du genau, du bist 10 Jahre alt und hast mich 5 Jahre abonniert, ja, das. Also da großen Respekt.
Also von so einem tollen Fan sowas zu hören, das freut mich natürlich. Ne? Ja. Genau. Also wenn du willst, können wir auch gerne mal so ein Let's Play Together machen, ne? Du hast Ja. eigentlich schon eine coole Stimme, finde ich. Also hörst dich eher so an wie 15, 16. Also Gott. könnten wir auch gerne mal ein Video machen, wenn du Ja. willst. Ne? Genau. Weil ich bin ja jetzt auch erst letztens auf jemand aufmerksam geworden, der hat auch ziemlich gute Videos gemacht. Und der klang auch so ähnlich wie du. Deswegen, oder denke ich, hättest du auch Potenzial, irgendwie bei meinem Let's Play Together mitzumachen. Du warst ja mein Let's Play Together, ne? Was ich mal mit Gronkh gemacht habe, hast du das gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Genau. Da habe ich ja mit Gronkh zusammen Let's Played. Das war eigentlich ziemlich cool. Ne? Ja. Aber war eigentlich klar, dass du es gesehen hast. Du hast ja schließlich jedes Video gesehen. Ja, Also. ungelogen. Ungelogen. Also das finde ich schon echt cool. In jeden Ferien wache ich morgens auf und gucke mir mindestens 8 bis 12 Uhr deine Videos an. Ja? Das finde ich echt cool. Also. Ne? Das freut mich, dass meine Videos dann auch geguckt werden. Aber ich mache ja Ja. richtig viele Videos. Und da freut mich sowas natürlich. Ja, das ist dann echt immer cool. Also, das finde ich jedenfalls immer cool. Wenn so meine Videos geguckt werden. Weil ich spiele halt schon echt gerne. Ist, glaube ich, auch logisch, ne? Ja. Was ist eigentlich dein Lieblingsspiel? Minecraft. Minecraft. Das dachte ich mir. Das ist nämlich auch mein Lieblingsspiel. Das ist halt ein richtig cooles Spiel, ne? Ja. Weil Minecraft, das ist einfach richtig geil. Ne? Zum Beispiel mein Bruder hat ja auch Minecraft erfunden. Ist das Notch? Notch, richtig. Das ist mein Bruder. Der ist erfunden. Und Okay. dadurch bin ich halt auf Minecraft aufmerksam geworden. Also nicht mal, also Halbbruder, weißt du? Ja, Genau. Aber der wohnt halt in Schweden, ich wohne ja in Deutschland. Und dann, ne? Ist halt schon eine Distanz, also ich sehe ihn jetzt nicht so oft, aber ab und zu halt. Deswegen von ihm ich habe ich habe halt auch auch zum Geburtstag einen Account geschenkt bekommen. ja, immer eine Frage. Wann wird der App-Server wieder aufgemacht? Der Server, der wird bald wieder aufgemacht, der wird halt gerade überarbeitet, der ist ja jetzt auf der 1.7.9, also der wird jetzt überarbeitet und danach, ja, können wir auch wieder gemütlich auf dem Server spielen. Ne? Ich fand das immer witzig, wie du immer die Creeper erwischt hast. Genau, die Griefer, ja, die habe ich immer, die erwische ich immer, das ist, die können mir eigentlich nichts anhaben, weil die Griefer, die erwische ich sofort. Also wenn bei mir ein Griefer ist, der wird bestraft, ne, Griefer sterben halt jung. Hast du wahrscheinlich Ja. gesehen, die Folge. Ne? Du hast Ich ja hab. jede Folge gesehen, von daher. Was frage ich da überhaupt noch? Ne? Also ein Fan wie du? Also ich habe auf dem Server mal versucht, das meiste wieder reparieren. Wie bitte? Ich habe das meiste versucht, also wieder alles aufzubauen. Das finde ich ja echt nett von dir. Hat's geklappt? Naja, haben mich alle getötet. Oh. Weil ich habe irgendwie auch gehört, dass irgendwie so ein, dass irgendwie jemand, der so ähnlich ist wie du in Minecraft, wohl irgendwie ganz viel für den Server getan hat. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt warst. Also ich habe geholfen hier die Dings, oh, warte, Tree, also dieses, wo die ganze den Rift haben, wieder aufzubauen. Und, Ja. und dann habe ich auch bei PvP gesehen, dass einer da auch was irgendwie gerieft hat. Der kam man gar nicht mehr hoch. Oha. Das habe ich dann auch gemeldet. Das finde ich auf jeden Fall gut, dass du sowas meldest. Das finde ich echt sozial. Ne? Das zeugt von richtigen Engagement. Ja. Genau. Kannst du eigentlich Französisch sprechen? Na ja. Dachte ich mir. Wie gut bist du gut in Französisch? Ich habe noch kein Französisch, ich habe Aber du gerade kannst es erst nach. sprechen, meinst du? Weil du musst wissen, ich kann gar kein Französisch. Also, das wäre Ich. cool, wenn du mir mal, damit ich mal höre, also weiß, wie sich das anhört, wenn du mir mal irgendwas sagen könntest, weil ich habe wirklich gar keinen Plan, wie das überhaupt ausgesprochen oder was Französisch überhaupt für eine Sprache ist, was man da, wie man das spricht und so. Also ich habe da wirklich gar keinen Plan, ne? Also ich allgemein. Kannst du mal irgendwas sagen? Weil du kannst ja Französisch sprechen. Also ein Wort kann ich ja sagen. Genau, sag mal. Bonjour. 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 Das heißt ja tschüss, ne?
Hallo, der Tschüsser. Genau, tschüss heißt Sorry. das. Richtig. Das habe ich auch mal irgendwo gehört. Ne? Und ja, das finde ich echt cool. Also, dass du auch anscheinend schon so schlau bist, dass du sogar schon Französisch kannst. Ja. Kann es sein, dass du irgendwie so hochbegabt bist? Naja. Also. Ja. Also finde ich auf jeden Fall cool, ne? Also so jemand mit dir, jemanden Hochbegabten zu reden, der sogar so gut Französisch kann, das finde ich cool. Und der dann noch mein Fan ist, das finde ich echt genial. Also ich bin richtig stolz darauf, so tolle Fans zu haben. Dann auch noch so treue Fans, die dann halt auch jedes Video gucken, ne? Ja, Das finde ich ich echt gucke cool. immer jeden Tag, ob du ein neues Video hochgeladen hast. Und ich freue mich dann immer, wenn du ein neues Video hochgeladen hast. Dankeschön. Ja. Na, ich versuche halt jeden Tag ein Video hochzuladen, aber manchmal schaffe ich das halt nicht, ne? Wenn ich irgendwie im Urlaub Ja. bin oder wenn ich, Verstehe ich. ne? Du hast ja wahrscheinlich auch meine Real-Life-Videos gesehen, wo ich in den USA war. Ja. Ne? Du hast ja auch gesehen, dass ich da viel unterwegs bin, ne? War ich auch letztens in Las Vegas, ne? Und da habe ich auch ein Ja. Real-Life-Video gemacht. Weißt ja noch, ne? Ja. Genau. Wo ich da bei diesem Miniatur-Eiffelturm war. Ja. Genau. Was hältst du eigentlich davon? Ich habe ja letztens so eine Umfrage gemacht. Und zwar, weil ich wollte mich ja jetzt zur Bundeskanzlerwahl stellen, ne? Ja. Hast du ja gesehen, oder? Ja. Was hältst du davon? Denkst du, ich würde das Zeug dazu haben? Ja. Aber ich darf ja selbst noch nicht wählen. Genau, also Dafür ist wenn der du wählen Pass. wür könntest, würdest du mich wählen. Ja, sofort. Okay. Ne, weil du weißt ja, demnächst sind ja wieder Wahlen. Okay, in 2018 sind ja wieder Wahlen. Und Ja. dann, weißt du, ich habe ja jetzt schon sehr viele Stimmen. Also wenn du mich dann auch noch wählen würdest, da bist du ja schon 18. Dann wäre es echt cool, weil dann würde ich ja halt Bundeskanzler werden. Und dann würde ich quasi so Deutschland regieren halt, weißt du? Ich würde dich sofort wählen, weil wir brauchen diese doofe Kanzlerin nicht mehr. Die gibt nur unser Geld aus für Frankreich. Ich dachte, du magst Französisch. Ja, mag ich. Aber die Kanzlerin, also Merkel mag ich nicht so, weil die Ach lügt. so. Okay. Lügen ist böse, ne? Ja. Ja, das macht man nicht. Nee, also ich bin ja jemand, der Deutschland voranbringen will. Und halt auch eine Zukunft ersucht, ne? Und ich denke, die Ja. Zukunft, die ist YouTube, denke ich. Weißt du? Eine große YouTube-Flagge. Wie bitte? Richtig, also Deutschland quasi könnte man zu YouTube machen, weißt du? Wenn Ja. Deutschland so aufgebaut wäre wie YouTube, ist man halt auch immer so der Regierung quasi statt Bundestag, hat man halt sowas wie so ein Kommentarsystem, dass halt jeder so Kommentare schreiben kann, weißt Ja, das nimmt sich auch im echten Leben. du? Ja, ne? Das wäre halt echt cool. Also sowas wie YouTube halt im echten Leben, ne? Das ist mein Ziel, das werde ich durchbringen. Also mit deiner Stimme kann ich zählen. Das Ja. finde ich cool. Ne? Genau, du meinst ja, du bist 10, ne? Ja. Was ist dein Lieblingsfilm? Ich habe ganz viele. Ja? Aber das ist, ich muss ganz kurz mal überlegen. Hast du schon mal Saw geguckt? Nein. Hey, das meintest du doch vorhin. So, ja, stimmt. Ja. Magst du den Film, weil du meinst ja, der ist irgendwie voll cool. Ja. Das ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist ja eher noch gesagt, oh, wie heißt der? Was für komische Also Name. Final Destination? Ja, der. Genau. Hast du ja auch schon mal erwähnt, irgendwie, dass Final Destination 5 irgendwie dein Lieblingsfilm ist. Ja. Ja, kann ich verstehen. Also mit 10 war es auch mein Lieblingsfilm. Ja. Das ist ja jetzt erst vor kurzem in die Kinos gekommen. Ja. Ja, also finde ich auch auf jeden Fall auch. Was hältst du eigentlich davon? Du weißt, hast ja wahrscheinlich, du verfolgst ja, wenn du meine Videos ja schon so gut kennst, verfolgst du ja sicherlich auch die anderen Nachrichten. Ja. Was hältst du eigentlich schon jetzt davon, dass Facebook ja jetzt YouTube gekauft hat? Was hältst du davon? Na ja, das geht so. Findest du nicht so cool? Ja, oder dass Facebook WhatsApp gekauft hat. Ja, es ist genau dasselbe. Die kaufen gerade alles auf.
Erst WhatsApp, jetzt YouTube, ne? Und Ja. das ist heftig, oder? Ich finde das auch echt Ja, heftig, ne? Wenn man richtig. das so sieht, ne? Was da alles so gekauft wird. Weißt du, und ich, was ich mir gerade leisten kann? Was denn? Konnte mir gerade mal die, kennst du, Google Plus? Ja. Da habe ich 50% davon habe ich gekauft. Oh Gott. Weißt Ich du? kann jetzt, ich kann fast nicht mal WhatsApp benutzen, weil das teuer ist. Ich habe 0 € 0 Cent gerade mal. Oh ja, das ist, finde ich auch voll fies, dass man da Geld bezahlen muss. Das ist voll die Abzocke. Ne? Ja. Deswegen habe ich auch Google Plus gekauft und versuche halt damit zu verhindern, dass WhatsApp noch teurer wird. Weil die Ja. Facebook will das ja jetzt auf, statt 89 Cent wollen die das ja jetzt auf 890 Euro machen, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Ne? Und dann wollen die es ja irgendwann auf 890.000 Euro machen, irgendwie. Also Ja. für ein Jahr, ne? Ja, glaube. Ja, es ist irgendwie voll ziemlich mies eigentlich. Aber Auf naja. welchem Server spielst du gerade? Ich spiele gerade auf hier, weiß nicht, auf irgendeinem Server Survival Games. Spiele ich gerade so nebenbei, ne? Also ich spiele nicht richtig, Ich sondern auch. ich latsch gerade nur ein bisschen rum. Eigentlich würde ich ja Ich gerne auf meinen auch. Server rumlatschen, aber das kommt halt, weil der ja gerade überarbeitet wird, deswegen. Ne? Ganz Ich normal. habe auf dem Server gar nichts nachgefunden. Also auf meinem Server. Echt? Cool. Also nicht auf meinem Server. Was ist das für ein Server? Guck mal. Genau, guck das mal. Gott, oh Gott. Wo Du hast mir mal geschrieben, dass du irgendwie Kontakt zu PewDiePie hast. Also, dass du irgendwie mit dem mal, irgendwie der Nachbar warst. Hast du mal geschrieben? Wie lange warst du der Nachbar von PewDiePie? Ich keine Ahnung, aber ich habe das noch nicht geschrieben. Echt nicht? Hä, meintest du das nicht, dass du der Nachbar von PewDiePie bist? Nein, habe ich noch nicht Willst du mich gesagt. jetzt anlügen oder was? Vorhin hast du das noch gesagt. Okay. Ja. Okay. Dann sind sie nachher von. Wie bitte? Ach so, stimmt. Hast ja erzählt. Richtig. Deswegen war ich gerade Ja, irgendwie das hast verwundert, du als du gesagt gesagt. hast, hä? Deswegen da war ich gerade echt verwundert. Also du bist der Nachbar von PewDiePie, oder? Ja. Oder warst du das? Also bist du es immer Also noch? ich war es mal. Ich war So, es mal. hast du mal mit ihm aufgenommen? Ja. Echt? Ist Ja. ja cool. Was hast du mit ihm aufgenommen? Hier. Minecraft. Minecraft ist ja geil. Ja, ich wusste noch nicht mal, dass PewDiePie Minecraft überhaupt spielt. Also ich habe schon mal mit dem Minecraft gespielt. Okay. Das ist ja cool. Wollte ich auch schon immer machen, aber habe ich leider irgendwie, weiß nicht, noch nie geschafft. Ist irgendwie immer zu beschäftigt. Aber wenn du sein Nachbar bist, ist das ja echt cool. Ne? Also ich war der Ah ja, Nachbar. du warst ja Nachbar, stimmt. Ja. Ist ja ein Unterschied, ob man es mal war oder ob man es ist. Ja, trotzdem, hallo. Nachbar von PewDiePie, das ist ziemlich cool eigentlich. Wenn ich da so überlege. Ja. Eigentlich schon, oder? Ja. Na, wenn du ehrlich bist. Oh. Das ist schon ziemlich cool. Aber ich würd das auch gerne sein, aber irgendwie. Weiß auch nicht. Das ist irgendwie schade. Ja. Warte, bei mir lädt so. Das geht wieder. Okay. So. Genau. Du meinst ja, du wohnst in Österreich, ne? Nein, ich wohne in Deutschland. Ach so, ja, stimmt, hatte ich. Steht da ja Ah auch. ja, genau, ja, hatte ich verwechselt gerade. Ich dachte gerade, der andere Spieler war in Österreich. Genau, weil ich wollte halt immer gern wissen, wie wer wohnt in Österreich, wer in Deutschland. Ach so, okay, das ist ein dumm. Warte ganz kurz mal. Ich bin dann kurz hier auf, aus, was ich sehe nichts mehr. Genau, also nicht, dass du jetzt blind wärst, ne? Das wollen wir nicht. So, besser. Ja, hast du dir die Augen gerade ausgewaschen? Also, ich habe mir Das die ging Augen schnell. gerieben. Das ging schnell. Also, ich habe mal gehört, irgendwie, wenn man sich die Augen immer auswäscht, wird man irgendwie blind. Also ausgewaschen habe ich ja nicht. Also du hast die mit den. Du hast einfach mal in die Augen mit den Händen gefasst, meinst du? Ja, Also, das ist auch. habe ich mir Das Staub darfst du genommen. nicht machen, das ist da, weil dann kommt kommen Rußpartikel in die Augen und dadurch irgendwann wirst du blind. Aber das habe ich nicht gewusst. Haben dir das deine Eltern nie erzählt?
Doch. Ach so. Ja, du darfst halt Staub nicht in die Augen wischen, weil dann ist es giftig. Sozusagen, weil dann bist du halt blind. Genau. Ansonsten würde ich sagen, es war mal ein nettes Gespräch mit dir, ne? Also es Ja. freut mich mal mit meinem treuesten Fan einfach mal reden zu dürfen. Das hat mich mega gefreut. Ja. Also wirklich jetzt. Ich werde auch gleich nochmal mit dir reden. Also du bist bestimmt noch on, oder? Vielleicht weiß ich noch nicht. Also Ich muss auch ich bin gleich nur achten. kurz weg, dann können wir gleich weiterreden, okay? Ja, darf ich ganz kurz mal kurz mit meinem Freund reden? Ja, aber nur kurz. Okay, ich bin Ja. kurz weg. Dann, ja, war cool mit dir zu plaudern. Bis gleich. Bis gleich. So, und ihr merkt auch schon, das war's dann. Ich habe mit meinem treuesten Abonnenten gesprochen und anscheinend hat er alles, was ich gesagt habe, bestätigt, beziehungsweise er hat mich volle Kanne angelogen. Er hat jedes Video von mir geguckt. Er sieht mich schon seit 5 Jahren, obwohl ich gerade mal meinen Kanal seit 2,5 Jahren habe. Er ist der Nachbar von PewDiePie, obwohl PewDiePie nicht in Deutschland wohnt, oder er war der Nachbar. Er hat mein Let's Play Together mit Gronkh gesehen, obwohl ich nie eins gemacht habe. Also er hat mich eigentlich andauernd angelogen und es war mega genial. Er hat auch alles, was ich gesagt, geglaubt. Also ihr seht schon, mein treuester Abonnent, ein notorischer Lügner. Also ihr merkt das schon, unglaublich einfach nur. Ich fand es auf jeden Fall witzig. Eigentlich wollte ich ein normales Gespräch mal führen, das so mal aufnehmen, aber ja, so hat es sich zu einem kleinen Troll entwickelt. Ne? Also Lügner werden bestraft, so ist das. Beziehungsweise was heißt bestraft? Ne? Werden halt verarscht, werden getrollt. Ne? Ich trolle gerne, besonders Lügner, das bringt immer gerne Spaß. Besonders wenn es dann noch so richtig offensichtlich ist. Ne? Zum Beispiel auch bei den Filmen, wo er dann sagt, ah ja, genau. Oder zuerst so, du meintest doch, ach ja, stimmt. Ne? Also ich denke, ihr habt das auch gemerkt, dass es eigentlich alles gelogen war. Hoffe ich jedenfalls. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich werde gleich nochmal mit ihm reden und vielleicht wird sich dann noch ein Troll entwickeln. Und ansonsten, ja, hoffe ich, der Troll hat euch wie immer gefallen. Schreibt es in die Kommentare und gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.